Die größte Herausforderung war dieses Energiebeutel Eric Gauthier. Ja, das würde ich machen. Okay. You can film him, film me. Just nochmal, bitte. Energiebeutel Eric Gauthier. Move your body and throw down. Move your body and throw down. Worum es geht in der Serie ist... Es geht um die Schönheit der Welt. Es gibt kaum einen Künstler-Typus, der das so souverän macht wie die Tänzer. Ich mache mich auf die Reise. Es geht darum, dass Eric Gauthier um die Welt tanzt. Er entdeckt die angesagtesten Tanzkompanien, aber auch die besten klassischen. Ich bringe die Zuschauer zu 5 verschiedenen Tanzmetropolen dieser Welt. Wir haben mit Israel begonnen, machen mit Holland weiter und hoffen, dass es eine schöne Serie wird. Die Tänzer, die mit ihrem eigenen Körper so eine Schönheit auf die Bühne stellen und meistens in besten Momenten uns irgendwie ein Glücksgefühl, ein Schönheitsgefühl ganz unmittelbar vermitteln können, weil sie nicht irgendwie mit einer Geschichte brauchen zu erzählen, sondern sie haben den Raum, sie haben ihren Körper, also das, was uns kreatürlich am nächsten ist, und damit erzählen sie uns etwas. Und deshalb, da schauen wir für verschiedenste Künstler auf der Welt, versuchen das zu machen. Wie komme ich zu dem Projekt? Schon ein gute 3 Jahre her habe ich mit Joachim Lang von SWR gesprochen, dass eventuell es könnte ganz interessant sein, mehr Menschen zu dem Tanz in die Nahe zu bringen. Ich habe den Tanz in Stuttgart kennengelernt. Stuttgart ist eine wunderbare Tanzstadt mit der großen Krenko-Tradition. Und wenn ich hier ins Ballett gehe, bin ich jedes Mal hingerissen. Ein Format hatte ich noch nicht im Kopf, aber Ideen, so ich als Moderator sowieso. I communicate sehr gerne mit den Zuschauern und ich rede gerne über Tanz. Joachim Lang und Sandra Drümowitsch haben mich gefragt, ob ich Eric Gauthier kenne. Ich bin ein Bayer, ich hatte mal gehört, dass es diese berühmte Kompanie gab, aber ich kannte ihn nicht. In Stuttgart ist ein kunstlebendes, ein tanzlebendes Publikum, da wird man einfach mitgerissen und ich genieße es. Ich bringe gerne die Menschen am Tanzen selbst und dann war die Idee ein bisschen ruhiger für 1-2 Jahre und dann kam SWR mit Joachim Lang und seinem Team. Wir haben uns irgendwie im Büro von Joachim Lang getroffen. Und ich glaube, wir haben uns, ja, nicht verliebt, nicht. Aber ich habe sofort gemerkt, da ist jemand, der ist genauso quirlig, genauso auf der Suche nach irgendetwas. Hauptsache, wir überlegen nicht vorher, sondern wir machen. Und dann schauen wir, dass es so schön wie möglich wird. Und das hat mir sofort so an ihm fasziniert, dass ich dachte, das wird eine gute Zusammenarbeit werden. Die Idee liegt ja eigentlich auf der Hand. Wir haben mit Eric Gauthier in Stuttgart einen der profiliertesten Vermittler der Tanzkunst. Er ist ein toller Choreograf, er hat eine eigene Kompanie. Eine Studentin von mir hat ein Porträt über ihn gemacht und da hat er das Bolshoi-Theater mal besucht für dieses Porträt. Und da ist eine winzig kleine, schöne Sequenz drin und da spürt man schon ein bisschen von dem, was wir machen. Wir haben zusammengearbeitet bei meinem Drei-Groschen-Film, Erik als Choreograf mit seiner Kompanie, da hat sich unsere Zusammenarbeit verfestigt und da sind wir auf die Idee gekommen, so etwas Größeres daraus zu machen. Mit das mehr konkretes Idee, was ist, wenn wir machen einen Besuch so um die Welt des Tanzes? Ja. Es gibt kein visuelles Konzept, weil wir sind ja erstmal losgefahren, wie ein Dokumentarfilmer losfährt und sagt, wo fahren wir hin heute? Aha, Tel Aviv, schauen wir mal, Kameras haben wir dabei. Erik, du gehst vorne weg und wir filmen hinterher. Ganz wichtig war für mich, dass, weil ich bin kein Fernsehmoderator, ich kann nicht nur da stehen und quatschen und reden. So, ich als Tänzer, ich mische mich sehr gerne mit die Szene. So, wir stehen in einem Tanzstudio, die Leute bewegen sich. Ich laufe gerne durch die Körper und ich rede trotzdem weiter mit der Kamera. Wir haben natürlich uns ein bisschen vorher Gedanken gemacht, welche Kameras nehmen wir mit. Wir hatten auch keine Schienen dabei, also es war jetzt keine No-Budget-Produktion. Haben uns dann auch mit Drohnen rumgeflogen, aber das war einfach nur so, um bereit zu sein. Wenn ich sehe ein Balletttraining, ich komme rein in den Raum und ich mache mit, weil das Universalsprache von Tanz ist dieselbe überall in der Welt. Ne? Nur die Choreografen, die mischen die Schritte immer anders, aber das Base von alles ist bekannt überall. Wir hatten jetzt nicht irgendwie einen Plan, wir machen das und das und das. Okay, wir hatten Leute getroffen,
Aber das Ziel bei meinem Arbeiten ist immer der Versuch, in der Wirklichkeit eine Falle zu stellen. Normalerweise, wenn man die Kamera anschaltet, ist ja die Wirklichkeit weg. Sobald man diesen Schalter betretet an dieser Kamera, verschwindet die Wirklichkeit. Die Leute werden künstlich, so wie ich jetzt ein bisschen. Sie sind nicht mehr natürlich. Deshalb haben wir versucht, bereit zu sein, um das einzufangen können, was passiert. Und das ist wunderbar, mit so jemandem wie Erik zusammenzuarbeiten, der selbst so spontan ist und selber erst mal macht und dann überlegt, war es gut, soll man das nochmal machen, war es schlecht, machen wir es nicht mehr. Weiß nicht, ob wir Genehmigung bekommen hätten. Wir haben ein lokales Team, muss man da mieten. Dieses lokale Team besteht, glaube ich, zur Hälfte aus ehemaligen Kampffliegern oder so. Die kennen sich schon sehr gut aus und dann wissen die genau, was man machen kann. Da bei sowas arbeitet man am besten mit lokalen Fachkräften zusammen. Also global das Denken, lokal die Renken, sagen wir immer. Wir haben nicht so übermäßig viel Material mitgebracht für eine 1-Stunden-Dokumentation. Also wir haben jetzt nicht 100 Stunden Material. Das hängt damit zusammen, dass ja Tänzer auch irgendwie, die machen ja einen Tanz und dann hast du es oder dann hast du es nicht. Und wenn Erik da sich bei der Probe ins Getümmel stürzt und während diesem Getümmel irgendwie eine Anmoderation macht, dann hast du das entweder oder du hast es nicht. Wenn ich eine Rede von einem Moment, der bestimmt tough war, war unser erster Anreisetag in Tel Aviv. Das war der einzige Tag, dass die große König von moderner Tanz, die Ohad Naharin, Chef von Bathsheba Dance Company in Tel Aviv, es war die einzige Zeit, dass der hat es beim Einfliegentag. 2 Stunden später, nach der Landung, nach 7,5 Stunden im Flugzeug, mussten wir dastehen und eine gute Interview liefern. Das war schon anstrengend. Yeah. Dann kannst du nicht sagen, okay, könnt ihr euch bitte alle nochmal am Boden wälzen. Das war toll, aber einen kleinen Versprecher hat er gehabt. Und da Erik das auch irgendwie meistens aufs erste Mal kann, haben wir da nicht viel wiederholen müssen, sondern wir haben uns spontan versucht, manchmal uns mal auch was überlegt. Aber eigentlich ist das Material für eine elektronische Fernsehproduktion relativ überschaubar gewesen. Es war ja klar, wir haben bestimmte Stationen, Menschen, die wir besuchen, aber dann sollte das Ganze ja irgendwie einen menschlichen Fluss bekommen und da muss hier eine Musik hin und da eine Musik hin und da noch was. 3-4 Wochen. Wir hatten viel Rückenwind, also wir haben ja schon zusammen Dinge gestimmt, wie den 3-Groschen-Film, Erik und ich. Und da war es nicht so schwierig, einen Pilot hinzukriegen. Der nächste Schritt kommt jetzt, aus dem Pilot eine Serie zu machen. Ja, so das Pilotfolge ist auf jeden Fall Tel Aviv. Wir haben gesagt, das als Einstieg in die Series ist auf jeden Fall sehr farbevoller Eingang, ne, reingehen. Das nächste ist nicht so viel eine Stadt, es ist mehr das gesamte Holland. Weil Holland ist klein genug, dass ich könnte mir in einer Woche eine Rumreise machen, weil die haben in Rotterdam eine wunderschöne Truppe, Scapino Ballett, in Head National ist die Hauptballetttruppe in Amsterdam, der berühmte Netherlands Dance Theater ist in Den Haag. So, ich würde eine kleine Reise durch Holland machen, ja. Das kommt natürlich jetzt auch hängt von dem Erfolg ab, den wir jetzt auf der Filmschau haben, den Erfolg, den wir bei der Ausstrahlung haben. Wir drücken uns da selber die Daumen, aber ich bin zuversichtlich. Und dann die nächste Städten, wir sind noch im Gespräch, was sind die? Vielleicht eine schöne Reise nach Russland, auf jeden Fall. Vielleicht nicht mit einer Stadt, wir würden machen St. Petersburg und Moskau. Dann können wir da die Bolschoi besuchen, die berühmte Bolschoi-Theater, das ist sehr Ballett. Und in St. Petersburg, es gibt auch 2 moderne Tanztruppen, so wir würden das ein bisschen mischen da mit Russland, ja. Der Kameramann hat gesagt, Erik, bitte sei mal bitte ruhig, wir brauchen dich nur mal hier langlaufen. Erik sagt, okay. Und übrigens Also das war sozusagen, diesen wunderbaren Kreativhaufen zu bündeln, war quasi das Schwierigste, aber auch das Schönste. Es gibt schlimmere Aufgaben als Filmemacher, als ein solches Überangebot an Kreativität zur Verfügung zu haben. Move your body and throw down. Move your body and throw down.